Hannes Amelsbauer aus den Reihen der FPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren. Ja, der ursprüngliche Vorstoß der Kollegin Crispa und der NEOS ist natürlich abzulehnen, dass wir jetzt aus irgendwelchen Gründen Abschiebungen aussetzen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Wir haben natürlich eine Ausnahmesituation, aber eines ist auch klar, dem Rechtsstaat muss Genüge getan werden und letztinstanzlich rechtskräftig negativ beschiedene Asylwerber sind natürlich auch nach einer entsprechenden negativen Corona-Testung, wenn möglich und wenn das mit den anderen Ländern so vereinbart wird, außer Landes zu bringen. Das verstehe ich überhaupt nicht, dass man da jetzt irgendwelche Ausreden findet, keine Abschiebungen mehr durchzuführen, weil wenn Erntehelfer ja eingeflogen werden nach Österreich, wird es ja auch möglich sein, gewisse Herrschaften auch auszufliegen. Also das muss ja sichergestellt werden können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das Problem Asyl ist ja nicht verschwunden. Es wird uns ja immer wieder versichert, es gibt so gut wie keine Asylanträge. Dazu einige Zahlen. Wir haben derzeit in Österreich über 25.000 offene Asylverfahren, der Hauptanteil davon in zweiter Instanz. Der Innenminister hat gestern im Innenausschuss auch bekannt gegeben, dass es Einschätzungen auch seines Ressorts gibt, dass sich aktuell auf der angeblich von Sebastian Kurz im Alleingang geschlossenen Balkanroute rund 110.000 Migranten bewegen und aufhalten. Also das ist einmal Faktum. Es werden auch ständig neue illegale Einwanderer in Österreich aufgegriffen, auch in der Steiermark. Erst am Sonntag sind in Graz 12 Männer zwischen 16 und 30 Jahren aus Ägypten und dem Irak stammend aufgegriffen worden, die von Schleppern über Kroatien, über Slowenien nach Österreich verbracht wurden. Also die Schlepper gehen ihrem Geschäft nach wie vor nach und es ist unsere Aufgabe, dass wir für Rechtsstaatlichkeit sorgen, dass wir die Grenzen wirklich schließen. Das hat ja die Regierung vor allem zu Beginn der Corona-Krise massiv verschlafen, dass wir jetzt die Grenzen sichern, dass wir das Schlepperunwesen bekämpfen und dass wir vor allem eine ordentliche, rechtsstaatliche, konsequente Asylpolitik verfolgen und das immer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bemerkenswert in den letzten Wochen war ja auch, dass aus heiterem Himmel aufgetaucht wurde in der Steiermark, auch in meinem Bezirk, dass das damals von Herbert Kickl stillgelegte Asylgroßquartier in Steinhaus am Semmering wieder reaktiviert wird. Auch in Leoben, in der Baumarktshalle, übrigens Platz für 150 Personen, wurden sogenannte Vorbereitungsmaßnahmen getroffen, um das als Notfallkapazität wieder aufzusperren. Es gab dann Beschwichtigungen, dass ja da gar nichts geplant ist und es gar nicht sicher ist. Es ist aber schon komisch, wenn gleichzeitig die Betreuerfirma ORS übers Internet Stellenausschreibungen tätigt, zu dem Zeitpunkt, wo das Innenministerium eine geplante Belegung schon dementiert hat, also Hausmeistertag, Nachtportiere, Pflegekräfte, Reinigungskräfte, Flüchtlingsbetreuer bis hin zu Psychologen wurden gesucht. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Wir wollen diese Großquartiere in der Steiermark nicht. Und ganz kurz, abschließend noch, was der Kollege Einwallner angesprochen hat, aber auch Sie, Herr Innenminister, die Maßnahmen, die gesetzt werden, ich bitte wirklich klar zu kommunizieren, weil es ist ja jetzt herausgekommen, dass vieles, was für gültiges Gesetz in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, nicht so war, sondern maximal Empfehlungscharakter hat. Das betrifft die Treffen im privaten Bereich, das betrifft aber auch die Tatsache, dass man sich, wenn man sich im Freien an öffentlichen Orten bewegt, das nicht rechtfertigen muss. Und ich möchte an dieser Stelle auch festhalten, wir sind stolz auf unsere Polizeibeamten, die leisten immer gute Arbeit, aber gerade auch in diesem Ausnahmezustand hervorragende Arbeit. Großes Dank an alle Polizistinnen und Polizisten. Aber ihre unklare Kommunikationsart, wo das gesprochene Wort des Kanzlers und seiner Regierungsmitstreiter oft als gültige Gesetze ausgelegt werden, die Panikmache und die gezielte Angstmache, die auch bekannt wurde, wo der Bundeskanzler sich ja wünscht, dass die Leute glauben, Eltern und Großeltern sind mit dem Leben bedroht, führt ja dazu, dass die Menschen verunsichert werden und dass es auch zu Kontrollen kommt, polizeilichen, die keiner nachvollziehen kann. Also
kontrolliert werden, wurden Einkaufstaschen zum Beispiel, ob da nur der tägliche lebenswichtige Bedarf eingekauft wurde, ist nicht die Aufgabe der Polizei. Es kam sogar zu Warnschüssen, weil der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wurde angeblich. Das kann es alles nicht sein. Und es wurde auch jetzt bitte wieder bekannt, ganz aktuell in einer Presseunterlage, dass drinnen steht, dass die neuen ab 1. Mai gültigen Regelungen auch, dass das empfohlen wird, das im privaten Bereich zu machen. Und Sie schreiben hin, es sind vorerst keine Polizeikontrollen im privaten Bereich zuständig. Sehr geehrter Innenminister, stellen Sie das bitte so schnell als möglich klar. Dieses Wort vorerst beunruhigt mich zutiefst, weil die Polizei hat auf Verdacht in einer Privatwohnung überhaupt nichts verloren. Das wollen weder die Polizisten, das ist nicht ihre Aufgabe und das haben sich die Menschen in Österreich nicht verdient, dass sie unter Generalverdacht gestellt werden. Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Schatz.